Kaum hatte Piktor das Paradies betreten, so stand er vor einem Baume. Der war zugleich Mann und Frau. Piktor grüßte den Baum und fragte: Bist du der Baum des Lebens? Die wunderbarsten Blumen blickten ihn an. Zwischen all den Blumen stand Piktor, voll Sehnsucht und banger Freude. Die Sonne nickte und lachte. Der Mond nickte und lächelte. Sein Herz, als ob es eine Glocke wäre, schlug schwer, schlug sehr.